Bis zu 4 Millionen Tabletten pro Tag produziert die Firma Adler Pharma in Bruck an der Glocknerstraße. Hinzu kommen noch unzählige Produkte zur äußeren Anwendung, die noch am alten Standort in Zell am See hergestellt werden. Es handelt sich dabei um homöopathische Schüsslersalze, eine mehr als 100 Jahre alte Volksheilweise. Angefangen hat diese Erfolgsgeschichte im Jahr 2000 mit lediglich 2 Mitarbeitern. Und heute, 14 Jahre und 2 Standortwechsel später, arbeiten im Pinzgauer Pharmaunternehmen bereits 48. Interessantes Detail dabei, 2 Drittel davon sind Frauen. Wir bieten eigentlich vorwiegend Frauenarbeitsplätze, die Ganzjahresarbeitsplätze sind, und die sind sehr gefragt in einer Touristikregion, wie man sich vorstellen kann. Diese Arbeitsplätze sind nachhaltig, also das heißt, sind relativ sichere Arbeitsplätze, und wir haben auch wenig Fluktuation. Und wir haben sehr viele Wiedereinsteigerinnen. Die sind natürlich sehr froh, dass sie qualifizierte Arbeitsplätze bekommen. Also die können wirklich auch in guten Arbeitsplätzen wieder einsteigen und nicht nur als Raumpflegerin oder irgendwo in einem Supermarkt, sondern wirklich in ihrer Qualifikation gemäß wieder einsteigen. Und die sind auch sehr firmentreu, die setzen sich ein. Also ich bin sehr begeistert von Wiedereinsteigerinnen, weil die schätzen ihre Arbeitsplätze sehr. Eine dieser Wiedereinsteigerinnen ist Monika Liebiseller, die seit mittlerweile 3 Jahren bei Adler Pharma arbeitet. Also ich finde es sehr wichtig, dass man als Wiedereinsteiger so einen netten Job kriegt und auch die Möglichkeit hat, so wie ich zum Beispiel nur Halbtag zu arbeiten. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, tolle Chefleute. Also ich bin sehr froh, dass ich da sein kann und sein darf. Geschätzt wird vor allem, dass die Adler Pharma Wiedereinsteigerinnen wirklich eine Chance gibt. Ja, sehr wichtig, weil ich denke, gerade am Land ist total wichtig, dass wir Betriebe haben, die diesen Frauen eine Chance geben. Und die Arbeit ist ja nicht da. Die Arbeit ist nicht. Es passt. Sonst waren wir nicht so lange schon da. Neben dem Fokus auf Frauenarbeitsplätze wird bei der Adler Pharma auch der Regionalitätsgedanke hochgehalten. Gerade in Zeiten, wo viele Betriebe ihre Produktionen irgendwo ins Ausland verlagern, hat das Pinzgauer Familienunternehmen nämlich genau das Gegenteil gemacht und 2010 in Bruck an der Glocknerstraße ein neues Firmengebäude gebaut. Notwendig wurde dies, da die Nachfrage nach Schüsslersalzen in den letzten Jahren immer mehr wurde. Ja, das war sehr rasant. Ich muss aber sagen, das hat auch mein Mann, Thomas Feichtinger, und ich sind jetzt mittlerweile ja auch verheiratet. Das hat uns sehr viel persönlichen Einsatz gekostet, das wir aber sehr gern gemacht haben. Wir sind wirklich in diesen letzten Jahren in ganz Österreich und auch Deutschland und umliegenden Ländern mit Vorträgen und Seminaren unterwegs. Wir haben 28 Bücher geschrieben zu dem Thema, und ich denke, wir haben sicherlich in Österreich zumindest diese Biochemie nach Dr. Schüssler in den Apotheken salonfähig gemacht und auch dadurch an die Bevölkerung gebracht. Das ist sicherlich auch ein Resultat unserer Arbeit. Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, und ich habe so das Gefühl, etwas geschaffen zu haben. Das ist schon eine große Freude. Die Vergangenheit und die Gegenwart der Adler Pharma liest sich also als echte Erfolgsgeschichte. Und so soll es auch weitergehen. Ja, Adler Pharma soll stetig, nach meinem Wunsch, stetig wachsen. Nicht unbedingt nur, dass ich am Umsatz nachlaufe, sondern ich gehe von der Stabilität aus, ich wünsche mir einen gesunden Betrieb, und ich wünsche mir auch dann die Übergabe an die nächste Generation, dass die erfolgreich stattfinden kann.